Frau Bundesrätin, wer erbt, erhält Geld, ohne selber etwas dafür geleistet zu haben. Damit ist die Erbschaftssteuer eine der gerechtesten Steuern überhaupt. Weshalb lehnen Sie eine nationale Erbschaftssteuer trotzdem ab? Möglicherweise ist die Erbschaftssteuer oder wäre eine Erbschaftssteuer, eine nationale Erbschaftssteuer, fairer als andere Steuern. Die Frage ist, wenn sie fairer ist, welche würde sie dann ersetzen? Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, die bei den Kantonen heute erhoben wird. Im Übrigen ist es so, dass es eine Erbschafts- und Schenkungssteuer auf kantonaler Ebene gibt. Nicht mehr für Ehepartner und in den meisten Kantonen auch nicht mehr für Nachkommen, aber jetzt gibt sie. Es ist eine ureigene kantonale Kompetenz, die Erhebung von Erbschafts- und Schenkungssteuern. Und die Kantone machen das auch. Also Dritte, nicht in der direkten Linie Verwandte und übrige Dritte, die werden nach wie vor besteuert. Ich denke, hier spielt dann die Fairness der Besteuerung. Die allermeisten Menschen erben weniger als 2 Millionen Franken von ihren Eltern, wären also von der neuen Erbschaftssteuer nicht betroffen. Weshalb sollten Sie sie trotzdem ablehnen? Gerade die Frage, warum diese 2-Millionen-Grenze, die kann sich stellen, ist das gerecht, ist das ausgeglichen im Steuerrecht drin? Eine weitere Frage ist, was passiert dann mit Unternehmen, mit der Landwirtschaft? Erbnachfolge, wie kann man das regeln, wenn man so viel Nachlasssteuer bezahlt und dann noch andere Erben ausbezahlen müsste und auch noch Investitionsentscheide zu treffen hätte. Ich denke, das wäre eine große Erschwernis für Unternehmensnachfolgen, auch für Nachfolgen in Landwirtschaftsbetrieben. Und dazu kommt, dass diese Steuer dann ja für direkte Nachkommen und für Dritte in der gleichen Höhe erhoben würde. Da darf man sich durchaus die Frage stellen, wäre das gerechtfertigt, dass man direkte Nachkommen gleich belastet wie unbeteiligte Dritte, also vielleicht nicht einmal zur Familie gehörende Dritte, obwohl ja Nachkommen, wie die Ehepartner auch, eine Unterstützungspflicht haben, familiäre Pflichten haben. Ich denke, hier stellen sich dann oder würden sich dann schon große Fragen der auch Gerechtigkeit stellen. Profitieren würden wir alle von der neuen Erbschaftssteuer, weil der Großteil der Erträge würde in die AHV fließen. Weshalb wollen Sie der Altersvorsorge diesen Zuschub vorenthalten? Die Frage ist, wie viel käme dann der AHV zugute und würde das das Problem der AHV lösen? Also ich kann gerade sagen, das Problem der AHV wird man nicht lösen können, selbst wenn man davon ausgehen würde, dass tatsächlich rund 2 Milliarden in die AHV kommen würden. Und diese 2 Milliarden wären dann immer noch sehr, sehr unsicher, weil die Initianten zu Recht sagen, man müsste dann in diesem System, in diesem neuen System, Unternehmen entlasten, man müsste Landwirtschaftsbetriebe entlasten, um Erbnachfolgen zu ermöglichen. Also mit anderen Worten, der errechnete Ertrag, der theoretische Ertrag von insgesamt 3 Milliarden würde sehr schnell und sehr stark schrumpfen. Das wäre dann im Gesetzgebungsverfahren der Fall und am Schluss würde für die AHV vielleicht noch 1 Milliarde bleiben. Natürlich ist das nicht nichts, aber im Vergleich zu dem, was wir pro Jahr für die AHV brauchen, 40 Milliarden Franken, kann man sicher sagen, damit hätten wir keine Probleme gelöst, aber auf der anderen Seite neue Probleme geschaffen. Okay. Vielen Dank. Danke auch.